Seele, Ball. Der Fußball-Podcast mit Uli Potowski. Und hier kommt die neueste Folge. Herz, Seele, Ball. Was haben wir denn heute? Mittwoch. Das war die erste Autobahnfahrt im Schnee. War richtig Schnee? Zwischen Bad Neuenahr und der rheinischen Tiefebene. Ja, anstrengend. Aber ich bin wieder da und hatte eine schöne Veranstaltung, wenn auch in sehr merkwürdigen Räumen. Hier ein Foto von den Leuten, die da waren. Es waren ungefähr 50, immerhin. Aber es war kalt in dem Raum, es war wenig gemütlich. Aber ich hatte einen großen Ohrensessel, aus dem ich vorgetragen habe. Also das war heute Abend nur mal wieder so, um aufs Leben zu blicken. Kommen wir zum Fußball. Nübel, wird er denn jetzt der Vertreter von Marc-André Ter Stegen? Ich glaube ja. Das, was er da gezeigt hat in Ungarn, war auf jeden Fall großartig. Und ich glaube schon, dass der Bundestrainer auf ihn setzt. Der hat ja auch so verschlüsselt gesagt, ja, ich weiß, wer meine Nummer eins ist oder wer meine Übergangsnummer eins ist. Und ich glaube, es wird Nübel. Ja? Also mal gucken, ob ich recht behalte. Dann gucken wir auf das Wochenende. Wird langsam Zeit, weil ich bin froh, dass wieder Bundesliga ist. Wenn ich auch keinen Einsatz bei Sky habe, bin aber auch froh, dass ich mal am Wochenende einfach Fußball gucken kann in aller Ruhe. Mein Lieblingsspiel wird Stuttgart gegen Bochum sein, weil die Bochumer große Erwartungen setzen auf ihren neuen Trainer, auf Hacking. Die Bochumer haben 2 Punkte bis jetzt. Ich habe vorhin mit einem Bochum-Fan gesprochen, der hat gesagt, wir schaffen das noch, in der Bundesliga zu bleiben. Puh, ich glaube, das wird eine, wie sagt man immer so schön, Herkules-Aufgabe. Wird sehr, sehr schwer. So, und dann am Samstagabend, 20.30 Uhr, Sport 1 freut sich jetzt schon über große Quoten. Es spielt der Hamburger SV gegen Schalke 04 und der HSV will noch aufsteigen und Schalke absolut nicht absteigen, das ist ja klar. Und ich erinnere mich dann immer spontan, wie die meisten, die jetzt gerade hier zuschauen, an das Jahr 1958. Hannover, Niedersachsenstadion, Endspiel um die deutsche Fußballmeisterschaft. Hamburger SV gegen Schalke 04, Endergebnis 0:3. Ja, das wäre eine Sache, wenn Schalke 3:0 in Hamburg gewinnt. Glaube ich nicht so richtig dran. Wenn sie einen Punkt holen, sollen sie sich sehr darüber freuen. Die Jahreshauptversammlung, ich blick da immer noch nicht durch. Es ist eigentlich alles geblieben, wie es vorher war. Und wenn man im Internet schaut, da schimpfen unzählige Leute, viele drohen mit Austritt und was weiß ich alles. Also spannende Situation auf Schalke, gar keine Frage, wie das da ausgeht. Vielleicht auch ein bisschen abhängig von dem Resultat beim HSV. Samstagabend, 20.30 Uhr. So, das waren meine 3 Minuten zum Tage. Morgen mehr, mal gucken, was mir da einfällt. Ich wünsche euch einen schönen, schönen Donnerstag. Das war's für heute und Uli denkt schon jetzt an morgen. Herz, Seele, Ball. Täglich neu.